Hallo und herzlich willkommen zum Producer-Video, besser gesagt zum Tutorial von Entdecken elektronischer Musik auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe schon zwei Videos hochgeladen und mit dem ersten Song der Matrix 1 möchte ich beginnen. Und zwar möchte ich da noch einen Text, besser gesagt eine Lyric, draufsetzen. Und ich möchte so ein bisschen nebenbei erklären, was hier eigentlich passiert. Also was sich gerade öffnet, ist das Cubase Elements 11. Was hier alles geladen wird, das ist zum einen die Soundkarte. Besser gesagt, das ist eigentlich nur mein Bluetooth-Headset. Und aber was auch geladen wird, das sind die ganzen Plugins. Die zeige ich euch jetzt bei der Gelegenheit mal. Und zwar sieht man die in dem Native Access, der was sich jetzt öffnet. Vielleicht gibt es da sogar ein paar Updates, genau wie man hier sieht. Das ist Native Instruments Access. Das sind meine Instrumente. Das sind 96 Themen. Und auf die greife ich zu über Plugins im Cubase. Wie ihr unter anderem sehen könnt, habe ich die Machine 2. Das ist eine Drum Machine. Ziemlich kompliziert. Ich bin mir auch am Überlegen, ob ich die nicht verkaufen will. Ja, aber ich habe da noch ein bisschen Schwierigkeiten, mich von der zu trennen, weil es eigentlich schon eine richtig nette Angelegenheit mit ihr zu arbeiten. Genau, The Mouth ist extra gekauft. Das sind so Elemente für die Stimme, wo man von krassen Effekten Gebrauch machen kann. Und was ihr hier seht, ist die Traktor Pro 3. Das betrifft das Mischpult. Ich switch kurz rüber. Und zwar ist das. Moment. Praktisch die Konsole hier. Die Konsole. Was jetzt hier drüber aufgebaut ist, ist das Mikrofon, das Studiomikrofon, mit dem ich nachher die Lyrics einsingen werde, oder besser gesagt gesprochen oder wie auch immer. Aber weiter im Text. Das sind auf jeden Fall, dass ihr das mal seht, die Instrumente von Native Instruments. Und da muss man regelmäßig mal reinschauen, um das Ganze abzudaten. Spielt aber für mich jetzt keine Rolle. Ich bin ja schon im Cubase drin. Ich warte aber noch, bis hier alles weitere. Ich warte jetzt. Genau. Hier habe ich mein Mischpult sozusagen, mein Mixer, mein Audio-Mixer. Das seht ihr am rechten unteren Bildschirm. Links ist, gut, das ist jetzt das OBS, das Übertragungsprogramm, dass ihr mich auch sehen und hören könnt. Genau, jetzt geht der Native Access Player auf, der hat sich aktualisiert. Der crasht sich eigentlich schon richtig krass ins System rein, wie ihr gerade gesehen habt, mit
Befehl von Windows. Ich arbeite eigentlich gern mit Windows, auch wenn ich schon oft Datencrashs hatte und Windows neu installieren musste, aber bin eigentlich ganz zufrieden. Seit Windows 11 läuft es eigentlich ganz stabil. Was natürlich ganz wichtig ist, ist Daten sichern und wenn möglich die Festplatten nicht verschlüsseln, sonst kommt ja nicht mal in eure Daten dran und das ist what the fuck ziemlich übel. Also so ging es mir. Ich habe über 100 Songs verloren. Dadurch. Und eigentlich mega jammer schade darum. Jetzt hat sich gerade eben der Native Access Player aktualisiert, also alles am Rand, ich dokumentiere das einfach bloß. Und es tut mir schrecklich leid, dass die ersten zwei Videos so völlig ohne Kommentar waren. Ich denke, das hat euch mega überfordert. Aber vielleicht auch mal ganz nice zu sehen, was ein Nico an Power hat, wenn er am Producing dran sitzt. Genau, es installiert sich jetzt, das macht es im Hintergrund. Und genau, hier geht es jetzt darum, die was wollte ich machen? Ich wollte die Lyrics, genau. Ich mute jetzt. Muten bedeutet einen Kanal ausschalten. Also ausschalten im Sinne von, dass ich ihn nicht höre. Das geht hier einfach mit M. Ist muten, es ist solo. Und ich mute jetzt hier die doppelten Kanäle. Und zwar, dass ich... Vielleicht brauche ich die doppelten auch nachher nicht, je nachdem, wie sich die Stimme nachher anhört. Jetzt gehe ich einfach her und nehme Spur hinzufügen Audio. Mein Mikrofon ist schon eingestellt. Ich habe vorher ein Testvideo gemacht, über 20 Minuten. Katastrophe. Aber jetzt müsste es funktionieren. Ich gehe jetzt hier nochmal auf mein Mischpult. Und jetzt Switch. Nee, ich hole das Mic her. Das ist am geschicktesten. Ich habe leider meinen Mikrofonständer nicht aktuell hier. Das ist ein Studio-Kondensator-Mikrofon. Der nimmt wirklich alles auf hier, geräuschtechnisch. Aber es wird schon nicht so krass sein. Fahre ich hier hoch. Genau. Jetzt müsstet ihr mich... Ich schaue noch mal kurz. OBS, ob der das noch aufschlägt. Genau, jetzt hört ihr, wie meine Stimme. Ist vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit, das Studio-Mikrofon anzulassen, weil das dann vielleicht eine bessere Qualität ist, wie nur das Headset. Das mache ich vielleicht auch. Aber zum Einsingen ist es natürlich jetzt für mich von Bedeutung zu sehen, was ankommt. Und zwar hier. Das müsste jetzt eigentlich ausschlagen, tut es aber nicht. Warum tut es das nicht? Tut es das jetzt? Nein. Jetzt muss ich switchen am Mischpult. So, jetzt müsste was reingehen. Nein? Immer noch nicht? Warum? Ah, es kann sein, dass ich... So, dann nochmal zur Erklärung. Ich weiß jetzt nicht... Nee, genau. Ich muss wieder switchen. So. Genau, jetzt kommt das Signal vom Mischpult raus. Ich habe praktisch ein... Ich zeige euch das. Nee, ich kann es euch nicht zeigen. Die Kameraeinstellung geht nicht drüber. Ich erkläre es euch. Und zwar... Ich habe ein Mischpult mit digitalem Ausgang und einen analogen Eingang. Wenn ich jetzt möchte, dass
der Eingang praktisch mit dem Mikrofon ist, dann muss ich das dem Cubase sagen, zum einen, also es ist aktuell, was ich hier mache. Und Genau, genau, das jetzt sieht sieht man man auch, auch. Hier hier habe habe ich ich ein ein Signal. Signal. Stereo Stereo in. in. Sorry, Sorry, wenn ihr die wenn ganze Zeit so ihr die ganze Nebengeräusche Zeit hört. Jo, Jo, und und zwar, zwar, ich ich habe habe jetzt jetzt hier hier ein ein Stereo Stereo in. in. Das Das müsste müsste von von der der Quali, Quali, also also ich ich habe habe das das vorher vorher abgemischt abgemischt am am Mischpult. Mischpult. Und Und es es ist ist ein ein ganz ganz einfaches einfaches 12-Kanal-Stereo-Mischpult.12-Kanal-Stereo-Mischpult. Und Und so, so, also also müsste müsste das das genau genau passen. passen. Ich Ich konzentriere konzentriere mich mich auch auch nachher, nachher, dass dass die die Frequenz, Frequenz, mit mit der der ich ich einrede, einrede, ungefähr ungefähr auf auf der der Hälfte, Hälfte, wenn wenn nicht nicht maximal maximal drei drei Viertel Viertel auf auf der der Anschlaglinie Anschlaglinie ist ist hier hier bei bei Stereo Stereo in. in. Wobei Wobei das das natürlich natürlich Mono, Mono, Mono Mono eingesungen eingesungen wird. wird. Stereo Stereo in, in, halt, halt, Moment, Moment, das das ist ist ja ja Mono. Mono. Darf Darf ich ich das? das? Nee, Nee, halt, halt, das das passt passt schon. schon. Probieren Probieren wir wir es es einfach einfach mal mal aus. aus. Okay, Okay, dass dass ihr ihr die die Musik Musik hören hören könnt, könnt, muss muss ich ich natürlich natürlich hier hier im im Cubase Cubase sagen sagen über über diese diese Kopfhörer. Kopfhörer. Weil Weil sonst sonst habe habe ich ich keine keine Verbindung Verbindung zu zu OBS. OBS. Dieses Dieses Programm Programm hier. hier. So, So, und und jetzt jetzt bin bin ich ich mal mal gespannt, gespannt, was was Matrix Matrix sagt. sagt. So, So, ich ich gehe gehe jetzt jetzt mal mal tief tief in in mich, mich, nehme nehme noch noch einen einen Schluck Schluck Kaffee. Kaffee. So. So. Okidoki. So, Audio ist eingeschaltet. Als Tipp, ihr braucht gar nicht bei elektronischer Musik denken, ihr müsst wunder was für krasse Texte haben, um zu beeindrucken. Ist beiläufig. Meistens sowieso irgendein Bullshit. Und das macht es aber auch aus. Und ich mache das alles Freestyle aus dem Kopf raus. Und jetzt seid mal gespannt, was jetzt zustande kommt. Genau, mehr verrate ich an der Stelle nicht. Bist du unter uns? Das hat jetzt aber mal schon richtig ausgeschlagen. What the fuck? Aber das ist auch wirklich nötig. Also meine Testversion von der Aufnahme. Und zwar, man sieht es hier. Das ist jetzt praktisch. Das hier ist die Audio. Datei, also was heißt Datei ist, ja, es sind ja alles nur Daten, Bits und Bytes. Was ich eigentlich sagen will, das ist der Ausschlag meiner Stimme. Und das geht jetzt hier praktisch von minus 6,5 bis minus 6,0. Und das ist der Ausschlag. Und das passt eigentlich ziemlich gut. Also bin ich ganz zufrieden.
Und merkt natürlich, ich muss hier fast mehr raus. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, was man hier zusammenschnipseln kann. Denn das ist das Wunderbarste, was es gibt. Einen Song zu untermalen. Aber was auch wichtig ist, natürlich muss ich, was ich natürlich gar nicht erzählt hatte, was ich hier oben mit den Inzests mache. Wie spricht man das aus? Inots. Das ist nichts anderes wie Effekte, die ich da zuweisen kann. Und von Cubase gibt es da Voreinstellungen und ich habe da schon gewisse Module, die ich eigentlich gerne verwende. Ich wollte davor sagen, Solo anhören kommt eigentlich ganz gut, dass man erstmal einen Bezug dazu kriegt. Bist du unter uns, Matrix? Ja, die Matrix ist hier. Matrix, komm zu mir. Das ist schon lustig, ey. DJ Electronic Fuse. Okay, das ist einfach lustig, es selber zu hören. Ganz wichtig, cuttet eure Stimme, das nur, weil hier, was ihr jetzt hier hört, das sind nur Hintergrundgeräusche vom Studiomikrofon. Und ein richtiges Studiomikrofon macht es halt auch aus, dass man die Hintergrundgeräusche hört. Deswegen habe ich das jetzt auch ausgepackt. Ja. Ganz nah hingehen am besten. Und wenn also man kann das hier auch größer machen, das sieht man das besser. Genau, und wenn das anfängt und aufhört, dann einfach rausschneiden. Ich würde hier auf Achtel gehen beim Schneiden. Da gibt es bestimmt noch mehrere Erklärungen. Kann es euch aber kurz erklären. Hier sind die Takte. Das ist ein ganzer Takt. Das ist ein halber Takt. Das ist ein Vierteltakt, ein Achteltakt, 16., 32., 64., 128. Es gibt noch triolisch und punktiert, aber für uns ist, oder was heißt für uns? Ich meine, kann ja jeder jetzt machen, was er will. Ich meine, du kannst ja dir das einfach auch nur so anschauen. Deswegen möchte ich mich da gar nicht jetzt irgendwie festhalten, dass du was nachmachen musst. Ich schneide auf jeden Fall aufs Achtel. Und zwar immer auf einen Takt genau. Immer wieder anhören zwischendurch. Bist du unter uns, Matrix? Ja, die Matrix. Ja, die Matrix ist hier. Matrix, komm zu mir. Bist du unter uns, Matrix? Ja, die Matrix ist hier. Matrix, komm zu mir. Ja, die Matrix ist hier. Matrix. Ja, die Matrix ist hier. Hier ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Ja. Und dann dieses Einatmen, ne? Und das stört mich einfach richtig.
Deswegen schneide ich das jetzt raus und jetzt hört man das nochmal an. Ist ganz einfach mit Schneiden hier. Also ich habe rechter Mausklick, Schere, kann hier ein Achtel abschneiden. Wenn ich das doch nicht will, kann ich es wieder zusammenkleben. Das gleiche kann ich mir hier oben ansetzen und kann das Cubase so aufbauen, wie ich es eigentlich möchte. Kostet viel Zeit und investiert ziemlich viel Arbeit, aber am Ende hat man eine gute Vorlage als ja, Arbeitsgrundlage. Ja. Genau. Die Matrix. Ja. Und jetzt ist es nämlich drinne und ich. Ja. Hört sich irgendwie so an, als sei das Ja ausgekotzt. Aber die Matrix, wie war das? Die Matrix ist hier. Matrix, komm zu mir. Das weitere Ausatmen gefällt mir eigentlich. Und das gefällt mir. Und da habe ich dann. Ja, das ist das richtig professionell. Okay, was habe ich hier noch? DJ Electronic Fuse. Okay, passt. So, jetzt geht es natürlich darum, das im Song anzupassen. Das ist jetzt eine Fitzelarbeit, aber das muss man erstmal rausfinden, was will ich irgendwie wo platzieren. Ich würde sagen, es ist ein kürzer Song. Das Video zu produzieren ging nicht gerade lange. Ich denke, dass wir jetzt länger dran sitzen werden. Matrix. Was ich jetzt mache, ich schiebe das die Audiodatei einfach runter. Dann geht ein neuer Kanal auf, das mute ich, dass ich, weil das genau einfach nur aus dem Grund, weil ich jetzt eine Idee habe, wie ich das praktisch ansetzen will. Genau, die Matrix ist unter uns. Dieser ganz lange Text, das möchte ich gleich am Anfang haben. So, wow, das passt fast. Genau, dann setzen wir das mal hier ans Ende. Setze es jetzt hier ans Ende. Hier ist das Ja. Bei Doppelklick geht die Wave-Datei um. Das Ja möchte ich gleich im Anschluss. Jetzt mal hier. Bist du unter uns? Ja. Okay, das war keine gute Idee. Bist du unter uns? Matrix müssen natürlich. Bist du unter uns? Matrix. Ja. Jetzt dieses trashige Element hier hochsetzen. Ah, es ist ja nochmal was. Was ist das jetzt? Die Matrix ist hier. Matrix, komm zu mir. Es ist schon verschickt. Matrix, komm zu mir. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Genau, wenn man hier mit den Tasten G mache ich die Matrix. Also es ist natürlich eine Matrix hier, kann man auch so nennen. Also meine verschiedenen MIDI-Files hier, die man, wie ihr in den ersten zwei Videos gesehen habt, farblich markieren kann. Was immer sinnvoll ist, ist auch die verschiedenen MIDI-Files zu benennen. Aus verschiedensten Gründen, wenn ihr nachher
ein MIDI-File exportieren wollt oder es irgendjemandem schicken wollt oder so, dass ihr einen Überblick behaltet. Und mit H, mit der Taste H, mache ich das Ganze größer. Das Ganze geht auch hier unten per Mausklick. Aber Tastatur und Maus geht schneller wie beim Zocken eigentlich. Okay, also es ist vom Mastering auf jeden Fall richtig beschissen. Weiß gestern nicht, wie soll ich das habe durchgehen lassen. Jo, hier müssen wir auf jeden Fall diese, also die, wow. Minus 10. Puh, kann's nicht hören. Die Kick ist derartig laut. Die muss, halt, Moment, ich muss die verknüpfen. Ah, ich habe gerade eben Kanäle verknüpft. Ich zeige das nochmal. Ich markiere mit einem Mausklick und Steuerung zwei Kanäle, rechte Mausklick, ausgewählte Kanäle verknüpfen. Jetzt kann ich beide Kanäle mit Doppelklick, kann ich sagen, er soll hier, ich kann das auch schieben, bloß ich möchte das punktgenau haben, minus 5. Um das kurz zu erklären, wir haben hier eine Fader. Die Fader, umso niedriger sie ist, umso leiser ist sie. Man sieht das so. Das sind Dezibel-Angaben. 0 und dann steuern die Elemente. Ist einfach alles viel zu laut. Die Clap. Jetzt mal runter. Minus. Also Leertaste wirst du alle jetzt bin ich gerade voll abgedriftet. Geräuschkulisse im Hintergrund. Genau, ich sehe hier, ich habe von Kicker bis Hi-Hat markiert und die Verknüpfung möchte ich jetzt aufheben. Ah, muss ich nochmal in die Clap möchte auflösen, die Hi-Hat möchte auflösen. Und jetzt möchte ich die ganzen Reaktoren, das sind, ist nichts anderes wie, nichts anderes wie ein Plugin, besser gesagt wie ein Native Instruments. Schauen wir es mal rein, das ist jetzt fertig. Hat hier geupdatet, ich zeige es euch kurz. Library Reaktor, 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 Reaktor ist. Ah, Moment, wo ist es nochmal drin? Reaktor. Hier, Reaktor 6. Mache ich jetzt nicht auf, ist zu kompliziert. Weil sonst gibt es wieder einen Dorden-Crash. Spaß. Wollen wir nicht hoffen. Verknüpfungen aufheben. So, jetzt möchte ich mir das mal anhören. Bist du unter uns, Matrix? Ja.
noch zu laut. Jetzt gehe ich mal eins noch rein. Jetzt haue ich die auf minus 7. Hören wir das nochmal an. Ich habe mir das jetzt gemerkt. Also nicht noch in mein Gehirn reingucken, gell? Das ist verboten. So, ich bin richtig zufrieden, ich bin richtig begeistert. Ich schau mal, wie die 33 Minuten und so erfolgreich und so viel erklärt und erzählt. Wahnsinn, krass, wirklich. Jetzt geht es eigentlich schon an den richtig guten Teil. Also ich kann nur sagen, also der Song ist nicht wirklich fertig. Also ich muss mir das alles noch über Lautsprecher anhören und also ich habe auch schon sehr viele Songs dann veröffentlicht übers Label, nachdem ich die Produktion nur auf Kopfhörern gemacht hatte. Aber es ist nicht wirklich, also es ist schon interessant, was da zustande kommt, auf jeden Fall. Aber ich möchte schon so ein bisschen weiter ausbauen und möchte da euch YouTuber schon auch nah bei mir haben. Bist du unter uns, Matrix? Ja. Genau, und da finde ich, passt doch ein Dämon ganz gut, oder? Genau. Und da habe ich jetzt wirklich, das habe ich vorher schon erzählt, das ist der Mouth. Das sind jetzt, Das ist jetzt Reaktor.
Jetzt gehe ich hier in dieses Tool rein. Nein, ich möchte nicht speichern. Und hier gebe ich jetzt, suche ich jetzt raus den Dämon. Und jetzt passt mal auf. Jetzt höre ich mir mal nur die Stimme in Solo an, weil ich sonst abgelenkt bin. Geil, oder? Den Reproducing Song habe ich mit diesem Element. Jetzt komm schon. Ja, das hört sich scheiße an. Dämon passt nicht. Big Robot vielleicht? Muss man jetzt hinschauen. Ja. Matrix. Die Matrix ist hier. Matrix kommt zu mir. Geil. Den lass ich. Der gefällt mir wahnsinnig. Bist du unter uns, Matrix? Ja! Aber der haut nicht an. Bist du unter uns, Matrix? Ja! Bist du unter uns, Matrix? Ja! Einfach Input komplett raus. So, muss man mit D an. Das sind die
bin gerade wirklich, wirklich voll fasziniert. Wie das sich jetzt anhört, Wahnsinn. Das bedeutet, die Musik so machen, dass alle Elemente hörbar sind, zum einen, aber auch zum anderen, dass es sich rund anhört. Und das ist schon relativ aufwendig und Schwierigkeitsgrad nicht ganz ohne, sage ich mal so. Okay. Ja gut, dann muss es eigentlich schon hier anfangen. Nee, wegen dem, sorry, wegen meinen Geräuschen, wegen dem auf die Position. Das sind Koordinatoren. Thank you.
Alter, das geht mir schon wieder voll auf die Sichel. Eingeschnipfelt, das haben wir letzte Nacht. Das war schon echt voll verballert. Toll, jetzt habe ich den hier so verschoben. So, auf die Viertel messen. So. Sagen wir mal den Detail Electronic. Das würde das mal da nein. Nee. Das passt nicht mehr. Das ist nicht mehr ein Rhythmus, weißt du? Das ist verstanden, Kerle. Das Ganze machen wir dann hier nochmal. So, da fügen wir das. Hat er dir noch nicht genug, du? Ist ja Wahnsinn. Nochmal. Und nochmal. Kriegt das noch einmal, na ist gut.
Also soweit würde ich jetzt sagen, das Song ist fertig. Wir sind bei Anfang. Okay, jetzt speichern. Dann würde ich sagen, hören und eine Zigarette rauchen. Es ist aber okay, alles im Rahmen. Ah, nee, jetzt hat er. Oh mein Gott, echt. Also manchmal frage ich mich echt, wie das alles funktionieren soll, aber es funktioniert. Echt witzig. Einmal kurz raus. Okay, ich muss. Komm, kurz mal starten. Speichern. Also, was heißt wieder? Nicht das Programm, sondern mehr oder weniger das Projekt. Dazu gehe ich kurz in Explorer. Echt paar andere Zwiebeln. So.
Ah, das kann natürlich sein, weil ich mit Bluetooth irgendwie noch mit meinem Handy verbunden bin. Das ist deswegen spannend. Das kann natürlich auch sein. Yo, Baby, Freestyle. Nein, Song gemacht. Ja, das hört sich aber gut an. Hey, ach so, du lädst schon. Die Gelegenheit nutze ich, mache kurz eine Pinkelpause. Ich mal hier schmont, was mich auf die Ohren forzt. Da forzt mir so's weg, du. Da forzt mir die Ohren fort. Liebe diesen Angst. So. Okay. Genau das. Wollte ich jetzt noch testen, ob es macht. Ob es macht. Na, macht es nicht. Oder? Was hat er jetzt hier wieder drin? Ich verstehe es echt nicht. Ja, so ging es mir vor einem Testvideo die ganze Zeit ein. So, Studio-Einstellungen. Zurücksetzen. Ich möchte einfach, dass du meine Kopfhörer wieder nimmst. Und zwar die hier. Genau, jetzt muss ich dem wieder hier sagen, dass es nicht zulassen darf. Jetzt habe ich die und die. Und jetzt setze ich wieder zurück. Jetzt gehe ich in die Einstellungen. Jetzt habe ich den. Den will ich aber nicht. Jetzt setze ich es nochmal zurück. Okay. Und jetzt schließe ich. Und jetzt öffne ich. Schlecht eins viel. Das war jetzt Schwäbisch. Oder ja, ich bin Schwäbisch. So, Studio. Das ist einfach nur peinlicher Datengeräusch.
Fehler im System. Matrix ist unter uns. Matrix, bist du unter uns? Vielleicht war hier unten eine falsche Einstellung. Aber nein. Nein. Ist nicht alter. Ah, ich sag bloß, ich hab die Kopfhörer. Doch, erzähl, die Kopfhörer sind an. Nee, Diggi, du willst mich tatsächlich verarschen. Okay, ich schalte jetzt mal das Mischpult aus. Vielleicht bringt das was. Mein Herr. Das hört mich halt ein bisschen beschissen. Vielleicht können wir es dann zu Ende. Ich bringe nichts zu Ende machen. Bringt Fehler. Warum diese Fehler? Nee, das liegt aber, das liegt hier in den fucking Windows-Einstellungen. Kopfhörer, alle Audio, Kopfhörer, Lautsprecher, Lautstärke, Mixer, weg, Einstellungen, genau, Ausgabe, Kopfhörer, Eingabe, vielleicht bringt das was. Alter Schwede, ja, du hast Probleme. Ja, leckst mich an der Zwiebel. Bringt nichts. Also klar. Das ist halt, das gehört alles dazu. Also ich versuche jetzt praktisch, also das habe ich jetzt gemanagt, was ich zu managen habe. Das passt hier. Sound passt alles. So, jetzt mache ich wieder das Mischpult an, denn das brauche ich sowieso. Hier. Schauen wir nochmal in die Einstellungen. Sound. Kopfhörer. Ich lasse es aber offen und gehe hier nochmal schauen. Sonst hört man mich gar nicht mehr. So, was? Na, das. Eigentlich will ich den Song anhören brauchen. Zigarettenrach. Aber nee, der Matrix will nicht. So, jetzt bitte hier. Zeig mir das unheimlich.
Alter, ich möchte doch einfach bloß meine Kopfhörer wieder haben. Verstehe echt nicht jetzt, was das soll. Jetzt schauen wir nochmal. Nee, das gibt's da nicht. Ah, fuck. Ich hab die falschen rausgemacht. Das ist ja eine mit der fucking externe Klappsinne. Mann. Mann. Er muss doch. Ich hab die doch eingeschlossen. Digga, was ist los mit dir? Alter. Geschmissen aus dem System. Ohne Scheiße. Echt krass. Ja, es haben wir noch so viel Zeit mit dem Stuff produziert. Wie?
ich jetzt mein Handy Bluetooth ausgemacht und dann enden kann. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Bluetooth connected. Das kann gar nicht sein, Mann. Doch. So ein Volk unter Volk. Das kann doch nicht sein, dass er den Kopfhörer jetzt nicht verliert. So, jetzt müsste doch eigentlich alles okay sein. Jetzt hat er hier einen Bluetooth Connector. Jetzt müsste das, genau, das zeigt jetzt hier wieder alles an. Alles wunderbar. Alles wunderbar. Wenn ich jetzt hier schaue, müsste ich ihn auch wieder finden. Missing, wieso zeigst du mir Missing? Ja, aber das ist ja das. Jetzt, oh Mann, echt, ey. Da bist du ja Stunden, Alter. Mann, echt, wei. Ist ja unglaublich. So, jetzt fetzt uns aber die Ohren weg, ey. Das verspricht ja auch.
Bob. Entschuldigung. Ich bin eine kleine Wildsau. Ja. So, hören, 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 hören. Hörst du? Entschuldigung. Und zwar als Pulse Base.
Thank you.
So, anhören. Yeah.
Maximize drauf. Maximizer heißt Signalbegrenzer, dass es nicht über. Es gibt auch einen Limiter, das ist im Prinzip dasselbe. Definitiv. Nein. Definitiv, was würde ich sagen? je nach Belieben. Limiter ist zum Beispiel für Audio-Files ganz gut. Aber für MIDI-Files. Ich mag gerne den nächsten Mal. Boah, junger Vater. Der geht gar nicht.
So, jetzt haben wir mal ein ganz gutes Ambiente. Entschuldigung. Rebset und furzet ihr nicht. Thank you.
Okay, soweit mal. Ich muss jetzt die Kopfhörer Sorry, Leute, ich will sagen, wir müssen durch. Ich muss jetzt Kopfhörer hier an den Rechner anschließen. Hier am Rechner, dass ich, weil mit dem Bluetooth-Kopfhörern ist erstmal der Sound nicht so gut. Und das andere ist ein DJ Sennheiser-Kopfhörer, da passt es viel besser. Und ich sag mal so, ich muss halt den Sound klar hören können. Wenn ich das nicht klar hören kann, dann fuck drauf. Dann können wir es ein bisschen rumprobieren. Ich mache noch ein Video von dem Song dann und lade es mal auf YouTube. Bis dann. Bye bye. Tschüss.